Donnerstagmorgen, gleich 7 Uhr. Jetzt wird es auch langsam hell. Ich bin gerade in Sembach oben. Auf unserem Lagerplatz habe ich jetzt unseren 30-Tonner Dosan-Bagger geladen. Dosan Hitachi. Und den fahre ich heute Morgen rüber nach Bexbach. So, hier. Boah, fehlt heute so richtig der Drang zum Arbeiten. Ne? Könnte jetzt einfach stehen bleiben und könnte da noch 2-3 Stunden zugucken, ganz ehrlich. Weilerbach aufgeladen. Der Thorsten, der macht das ja super. Ja, der Thorsten macht das ja super. Sorry, habe ich eben beim Schneiden erst registriert, dass du mich über Funk gemeint hast. Sorry, lieber Kollege der Firma Umlohr. War keine Absicht. Ich habe das wirklich nicht registriert. Grüße gehen raus. Das nächste Mal passe ich etwas besser auf. Sorry nochmal.
Ich muss nur ein paar Mo lenken. Bestes fällt sich wieder. Damit meine ich die Achsen von meinem Tieflader. Ihr seht da rechts diesen Pfosten, Fadenmast, was auch immer das war. An dem komme ich nicht vorbei. Na, stelle ich meine Achsen, dass ich jetzt rückwärts fahre, dass die nach links gehen und fahre dann so weit zurück in die Hecken hinten dran, wie es halt nur geht. Und das mache ich dann zwei, dreimal. Jetzt lenke ich wieder, dass der Tieflader nach links ausschert. Ja, wie gesagt, das mache ich dann zwei, dreimal und so schaffe ich mich dann Stück für Stück weiter nach links und komme dann so an diesem Mast hier vorbei. Donnerstagabend, 20 vor 5. Keine Lüge. Ich bin hier mal wieder in Lambertheim. Das gibt schöne Brei morgen. Das gibt einen schönen Brei morgen. Aber gut. Was soll's? Ich gehe jetzt noch schnell raus, lade die Planierraube ab und dann ist für mich auch Feierabend heute.
kann. Ich bin gerade in Landstuhl bei Liebherr. Hab dort eine 946 geladen. Ja, der sollte schon die ganze Woche gefahren werden. Heute Freitag habe ich dann endlich Zeit dafür. Habe heute Morgen schon mehr oder weniger Scheiße gebaut. Bin über meine Fernbedienung gefahren. Ja, aber sie geht noch. Sieht nur etwas mitgenommen aus. Ja. Fahre ich rüber nach Sembach auf den Heuberg oben. Jetzt. Da mache ich das Maul zu. Aber ich bin jetzt in Hexheim. Hier scheint alles zu ruhen heute. Was gut ist für mich. Gehen, dass ich hier drehe. Sieht echt ruhig aus. Ah. Kann man das sehen? Eigentlich müsste ich direkt wieder heimfahren, ne? Eigentlich müsste ich direkt wieder heimfahren. Guck mal, wie der Bagger aussieht. Doch ein Schmarrin, alter Schwede, ey. Vielleicht jetzt stelle mir jetzt den Tieflöffel, stelle ich mir hin auf den Hals. Da mache ich den Böschungslöffel dran und dann holbe ich hier mal die Betonstraße lang. Ist mir völlig. Thank you.
Thank you.
vorbeilaufe. Hier riecht es nach Diesel. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwo was rausläuft. Hier ist ein bisschen von der Lenkung ist das. Aber ich guck mal, ob ich jetzt noch nach Hause komme. Weil es riecht schon arg nach Diesel. Heute Abend halt mal von hinten. Da muss ich auch kein freundliches Gesicht machen. So. Ne, ich habe beim Abladen eben habe ich eine ca. 15 cm große Diesel. Ja, so. Na, ich verliere halt Diesel. Habe ich ja schon vorhin gesagt beim Laden, dass ich Diesel rieche. Oder was. Und jetzt. Halt leer und renn schnell nach Hause und lass da mal gucken, was da Sache ist. Wie gesagt, machen wir es heute mal von hinten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Wenn euch irgendwas stört oder irgendwas, gerne schreiben. Überhaupt gar kein Thema. Dem, was ihr auch gerade immer macht. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao.